ja, weißt du noch, wie das angefangen hat mit dem Festtag, wann wir uns überlegt haben, dass wir einen Zinsekrimi haben wollten? Nee. Also so genau nicht. Aber wenn mir so vorgestellt wurde, kam die Idee bestimmt von mir, also ich bin mir ziemlich sicher, in der Schweiz. Beim Wandern, haben wir beim Spuren. Wandern, genau, genau. Es wird auf jeden Fall passen, aber freut mich nicht nach dem Jahr. Ja, freut mich nicht nach dem Jahr. 17, 18. Ist schon eine Weile her, weil wir haben ja einen langen Vorlauf gehabt. Das ist richtig. Und dann sind wir auf Buchmess gefahren. Genau, und dann sind wir auf Buchmess gefahren. Auf der Suche nach einem Verlag, sicherweise ein Regionalverlag. Ich weiß nicht warum, aber wir haben beim Tübinger Verlag Silberburg angefangen. Das Projekt ist mäßig interessiert. Genau. Ist halt auch ein Stück weg von Zinsen. Genau, genau. Euphorie ist anders. Und dann ist uns auch Claudia Senkners eingefallen von meiner Verlag. Genau. Die da meines Wissens auch eine beratende Rolle gespielt hat, neben dem Spiel. Programmleitung. Genau, so war das. Und dann haben wir das vorgestellt. Und ja, die hat gesagt, sie guckt sich mal um, sie hört sich mal um. Und das hat sie dann an dem Tag scheinbar noch gemacht, weil wir waren auf der Heimfahrt und sie hat genau, nicht weit hintereinander am Steller Kreuz, da haben wir die Zusage gekriegt. Genau, Claudia am Telefon, ach, ich hab doch schon einen Autor, der Harald. Genau, Harald Schneider. Und dann waren wir drin im Palski-Universum. Und dann ist drum gegangen, was eigentlich passiert in unserem Krimi und wie der heißt. Richtig. Weißt du noch, wie es angefangen hat mit Stadtjubiläum? Ja, mit dem Plot, es gibt die Hofgeburt Steinsberg. Die Zauberschlinge oder den Hexenstein, wo es von einer relativ normalen Begründung von einem Zunftzeichen bis zur sehr mystischen Begründung von einer Altmauer der Hex alles gibt. Und das fand man eigentlich ganz lustig, weil wenn alles hinter dem Schrei sein kann, kann ja auch der Beweis dahinter versteckt sein, dass sie im Wesentlich älter ist als 1250 Jahre. Das war, glaube ich, Ausgangspunkt. Genau, und dann hat der Harald Schneider da eine Geschichte rausgesponnen mit einem Wissenschaftler und mit einigen Verdächtigen aus Sinsen. Was ich so witzig finde an denen Krimis, der Harald Schneider, der schafft es immer, seinen Kommissar irgendwo ermitteln zu lassen. Der ist ja eigentlich in Schifferstadt, aber der ist überall unterwegs. Der ermittelt in Speyer, der war schon im Hambacher Schloss, manchmal schickt er ihn ins Ausland, in Mannheim war er schon und jetzt eben aber in Sinsen. Mir gefällt es sehr gut, dass die Palski-Romane von den real existierenden Personen leben, die da mitspielen. Und wir haben ein tolles Casting gemacht über das Internet. Es waren viele Freiwillige dabei. Und mir hat es, was ich auch sehr bemerkenswert fand, mir hatte relativ schnell Verdächtige, mir hatte relativ schnell einen Täter. Nur niemand wollte die Leiche spielen. Aber sei es drum, ich denke, das Personal von unserem Palski. So ein schöner Schnitt durch das Sinsheimer Originale und ich möchte wirklich Spaß, das Festtag zu lesen. So, mehr wird aber jetzt nicht verraten. Ich denke, alles, was man gesehen und gehört hat, ist es Grund genug, unseren Festakt zu lesen. Den kann man übrigens kaufen, wenn man den will. Und man kann ihn ausleihen in der Stadtbibliothek Sinsheim. Kripo-Chefin Claudia Diefenbach stellt ihrem Untergebenen, Kommissar Palski, ihr neues Fachbuch vor, das sie in Sinsheim vorstellen wird. Es hätte so ein schöner Tag werden können. Palski, Sie können stolz auf mich sein. Jawohl! Ich verspüre diesen Hauch eines Stolzes. Im Gegenteil, ich wäre am liebsten sofort im Erdboden versunken. Da unsere Kriminalinspektion auf einem aus statischen Gründen sehr dicken Betonfundament errichtet wurde, war dies leider nicht möglich. Der Tag hatte so gut begonnen, selbst die Sonne schien, als ich mich gegen 10 Uhr mit dem Auto auf den 600 Meter langen Weg zur Arbeit machte. Für Anfang März war es ungewohnt warm, endlich schien der kalte Winter für eine weitere Saison besiegt. Selbst zu Hause herrschte zurzeit Friede, Freude, Eierkuchen. Der 9-jährige Paul hatte gerade eine heftige Erkältung überstanden und fiel daher als Schadensverursacher von irgendwelchen misslungenen Streichen aus. Ich spekulierte sogar, ob er für die Zeit seiner Krankheit eine Prämiengutschrift der Haftpflichtversicherung erhalten könne. Seine ältere Schwester Melanie war vor einem halben Jahr ernährungstechnisch konvertiert und ereiferte seitdem meiner Frau Stefanie nach, die sich mit meiner Meinung nach ungesundem und wenig schmackhaftem Obst und Gemüse gesund zu ernähren versucht. Im Moment
berieten die beiden täglich in einer Dauerschleife, welche Pflanzen sie in Bälde in dem geplanten Nutzgarten unseres ehemaligen Rasens setzen wollten. Da sie meinen nicht grünen Daumen kannten, selbst das Rasenmähen endete oft genug ein Fiasko, ließen sie mich bei der Planung außen vor. Ich bin ja auch stolz auf mich. KPD riss mich aus meinen Gedanken. Die Dienststellenleiterin Claudia P. Diefenbach, wie KPD mit korrektem Namen hieß, stellte sich breitbeinig vor mich in Positur. Punkt. Kaum hatte ich vorhin die Dienststelle betreten, um mich seelisch und moralisch auf ein oder zwei Stündchen Zeitung lesen vorzubereiten, war es mit dem guten Tag vorbei und auch mit meiner guten Laune. KPD kam in dem Moment aus meinem Büro, als ich hineingehen wollte. Ich wunderte mich nur für eine Sekunde, woher sie wusste, wo sich mein Büro befand. Palski, Sie kommen jeden Tag später zum Dienst. Das kann so nicht weitergehen. Demnächst werde ich eine Stechuhr einführen. Kommen Sie, kommen Sie. Ich folgte meiner Chefin in dessen Büro, in deren Büro. Büro war eigentlich der falsche Begriff, nahm doch ihr persönliches Reich inzwischen mehr als zwei Drittel des Obergeschosses ein. Wir Untergebene, wie sie uns Mitarbeiter nannte, mussten immer weiter zusammenrücken. Stellenweise bestand mein Büro aus einem kleinen Kapuff im Untergeschoss zwischen den Ausnüchterungszellen und dem Lagerraum für die Reinigungskräfte. KPDs Thronsaal, so der interne Sprachgebrauch bei uns Untergebenen, hatte gerade die letzte Renovierungsrunde hinter sich. Mit einem einfachen Tapetenwechsel war es da nicht gedacht, da unsere Chefin wegen der momentanen Negativzinsen große Teile ihrer Schwarzgeldkasse nicht wie üblich banksicher anlegen konnte, investierte sie in die Ausstattung ihres Büros. Das ist ja immerhin auch ein bleibender Wert, begründete sie die Umbaumaßnahme. Den Fußboden und sämtliche Wände ließ sie für 6.000 Euro je Quadratmeter mit einem edlen Onyx Bianco Extra Classico Marmor belegen. Der Arbeitslohn und die Umsatzsteuer waren in diesem Preis noch nicht enthalten. Die Autofahrer sind selbst schuld, sagte unsere Chefin dazu. Wenn die ordentlich fahren würden, so wie ich, dann würden die Schwarzgeldkasse nicht mit den vielen Bußgeldern überlaufen. KPD und Autofahren, zwei Welten prallten aufeinander. KPD setzte sich nicht wie gewöhnlich auf ihren peinlich dick gepolsterten Krokodilsledersessel, sondern blieb vor dem riesigen Schreibtisch stehen. Mein Blick fiel sofort auf die Gegenstände, die auf dem Tisch lagen. Schon länger ging auf der Dienststelle ein diesbezügliches Gerücht um, doch nun hatte ich Gewissheit. KPD hatte ihre Drohung wahrgemacht. Da mein zweiter Vorname Spontanität war, hatte ich sofort ein Kontra zu ihrem geforderten Stolz. Frau Diefenbach, meine Kollegin und ich helfen Ihnen selbstverständlich bei der Entsorgung des Altpapiers. Der Gauner, der diesen Abfall auf Ihren kostbaren Schreibtisch gelegt hat, den fassen wir ruckzuck. Dass Sie den Staatsanwalt und die meisten Richter kennen, solle derjenige schnell ein paar Jahre außer Gefecht gesetzt sein. Wovon fassen Sie da? Unterbrach mich KPD harsch. Sie drehte sich um und besah sich den Stapel. Altpapier, was ein Affront! Aber ich hätte mir denken können, dass dies für Ihren Intellekt ein paar Nummern zu groß ist. Ich wüsste nur zu gern, wie es Ihnen gelungen ist, sich in den Polizeidienst hineinzuschmuggeln. Aber nun gut, ich muss mal wieder mit den gebetenen Mitteln arbeiten, was für mich eine extreme Herausforderung sein wird. Palski, Sie werden mich begleiten. Begleiten? Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte. Natürlich nur den ersten Abend. Alles andere wäre völlig abwegig. Auf die große Tour gehe ich selbstverständlich ohne Sie. Sie machen Urlaub? Eine Weltreise? Ein oder mehrere Funken Hoffnung machen sich in mir breit. Urlaub? Wer spricht denn von Urlaub? Das wird richtig harte Arbeit werden, die ich aber mit Bravour meistern werde. Ich bin schließlich die gute Dienststellenleiterin der Schäferstadter Kriminalinspektion. Sie ging zu der Wand zwischen einer der Panoramafensterscheiben und dem Regal mit ihrer Schnapsglassammlung. Mit Tesafilm war an dieser Stelle eine Deutschlandkarte auf den Marmor gepinnt. Na, was sagen Sie dazu? Haben Sie keine andere Karte gefunden, Frau Diefenbach? Dies ist ja völlig mit Filzstift verschmiert. Hat ein kleines Kind seine ersten Malversuche unternommen? KPD schnappte mehrmals nach Luft, bis sie sich beruhigt hatte. Meine unqualifizierten Kommentare hatten natürlich ein Ziel. Ich hoffte, dass sich meine Chefin anders überlegte und ich sie nicht irgendwohin begleiten musste, wo irgendetwas Unbekanntes auf mich wartete. Bestimmt 30 Städte in Deutschland waren mit einem roten Filzstiftkringel umrandet. Diese Kringel hatte sie mit Strichen verbunden, sodass die Karte gewisse Ähnlichkeiten mit dem Spiel Deutschlandreise hatte,
das ich aus meiner Kindheit kannte. Das ist der aktuelle Stand meines Tourneeplans, sagte KPD selbstbewusst. Es wird wohl noch kleinere Ergänzungen geben, da ich den ein oder anderen Veranstalter noch nicht von der Unabdingbarkeit meines Auftritts überzeugen konnte. Doch das wird noch. Auch da unten schauen Sie genau hin, Palski, damit Sie ausnahmsweise mal etwas lernen. Da unten ist Österreich und links daneben ist die Schweiz. Die beiden kommen im Anschluss dran. Diese beiden Städte sind ja gar nicht so weit weg von uns, unterbrach ich sie, wobei ich mit mir zu kämpfen hatte, um nicht laut herauszuprusten. Städte? KPDs Stimme überschlug sich. Das sind Länder, Palski, Länder! Mürrisch winkte sie ab. Das hat ja doch alles keinen Sinn. Ihre Stirn legte sich in Falten. Naja, bis Sinsheim werden wir es gemeinsam schaffen. Das war das erste Mal, dass meine Chefin konkret wurde. Sinsheim kannte ich natürlich wegen des Technikmuseums. Sinsheim? Liegt das bei Österreich oder bei der Schweiz? Ich merkte, dass ich nah dran war, KPD restlos in ihre Verzweiflung zu stürzen. Sie oder ich, das war dieser Dienststelle seit ihrem Dienstantritt Passion. Was für ein Glück, dass ich meine Planung selbst erstelle, meinte sie kopfschüttelnd. Samstag früh geht es los. Ich hoffe, dass Sie keine familiären Verpflichtungen an diesem Wochenende haben. Samstag? Stotterte ich. Das kommt ja unerwartet. Da muss ich meine Frau fragen. Papalapap. Der Samstag ist gesetzt. Da wir mit meinem Wagen fahren und ich wegen der anschließenden Diskussion, die sicherlich ihre Zeit dauern wird, in Sinsheim übernachten muss, gilt dies leider auch für Sie, Palski. Wir kommen jetzt am Sonntag zurück. Sonntagnachmittag, ergänzte sie selbstbewusst. Da ich in dem Übernachtungspreis des Hotels die Wellnessangebote inkludiert sind, werde ich den Sonntag nutzen, um mich vor dem Beginn meiner Tournee ein letztes Mal so richtig zu entspannen. Das klang bitter. KPD hatte sicherlich das beste Haus am Ort gebucht. Mit Sicherheit war das so exklusiv und etikettenbehaftet, dass von den Gästen erwartet wurde, bereits zum Frühstück mit Anzug oder Abendkleid zu erscheinen. Solche Widrigkeiten bereiteten mir unsäglichen Stress. Zu Hause galt bei mir die Devise, dass Besuch, den man nicht im Jogginganzug empfangen konnte, kein Besuch, sondern ein Termin war. Außerdem musste ich mit großer Wahrscheinlichkeit mit meiner Chefin gemeinsam Mittagessen, quasi das Super-GAU in meinem Leben. Sie erwarten aber hoffentlich nicht von mir, dass ich Sie in die Sauna begleite. Mir lief es eiskalt über den Rücken. Sauna? Meine Chefin klang perplex. In der Jugendherberge gibt's sowas nicht. Wir übernachten in einer Jugendherberge? Ich verstand die Welt nicht mehr. Was heißt wir? Sie natürlich. Ich kann doch mit Ihnen nicht gemeinsam in einem Luxushotel erscheinen. Da würde ja meine Reputation im Ansatz schädigen. Nein, Sie übernachten in einem Hostel. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Jugendherberge, die es in Sinsheim leider nicht gibt. Wir treffen uns am Sonntagnachmittag 2 Block neben meinem Hotel zum gemeinsamen Heimfahrt. Sie können froh sein, dass ich für das letzte Einzelzimmer gebucht habe. Sonst müssten Sie in einem Mehrbettzimmer mit anderen Gästen schlafen. Ein eigenes Bad hat Ihr Zimmer leider nicht. Auf der einen Seite war ich ebenso wie meine Chefin froh, nicht mit ihr gemeinsam in seinem was weiß ich wie viel Sterne Hotel in ihrem übernachten zu müssen. Auf der anderen Seite war ein Hostel nicht so sehr das, was meinem Lebensstil entsprach. Ich kann doch am Samstagabend mit dem Zug heimfahren und am Sonntag zurückkommen. Das habe ich mir auch überlegt. Aber die Zugfahrkarte wäre teurer als die Nacht ohne Frühstück im Hostel. Ich habe da Sonderkonditionen heraushandeln können. Immerhin kenne ich die Besitzerin von früher. Denken Sie daran, eigene Bettwäsche mitzunehmen. KPD ging zurück zu ihrem Schreibtisch und nahm eines ihrer Bücher in die Hand, die auf ihm lagen. Effektive Polizeiarbeit zur Verbrechensbekämpfung, las sie vor. Der Untertitel folgte. Das neue Standardwerk für die leitende Kriminalbeamtin. Na, was sagen Sie dazu? Haben Sie den Namen des Autors gesehen? KPDs Name stand doppelt so groß wie der Titel auf dem Cover. Für den Anfang habe ich 50.000 Exemplare drucken lassen. Ich habe mir während meiner Tournee in der Druckerei ein paar Zeitlots reservieren lassen, sodass sie auf meinen Anruf sofort die Nachauflage produzieren können. Nichts ist schlimmer als ein Buch, das nicht lieferbar ist. Fast so schlimm wie ein Buch, das nur im Selbstverlag gedruckt wurde. Wollte Ihr Werk kein renommierter Verlag haben? KPD druckte darum. Die Antwort war mir sofort klar. Letztendlich ging es nur um die Kondition.
Die Angebote der großen Publikumsverlage waren einfach lächerlich. Einer wollte mein neues Standardwerk nur als Taschenbuch veröffentlichen. Das geht gar nicht. Nur sah ein bizarrer Krimi-Verlag aus der Bodenseegegend hat sich gemeldet und das komplette Manuskript angefordert. Irgendwann kam dann die Absage, da die Handlung zu dünn sei und viel zu viel unverständliche Fachkauderwelsch enthalten sei. Die da unten haben wirklich keine Ahnung von qualitativ hochwertiger Literatur. Sie haben Ihr Manuskript einem Krimi-Verlag angeboten. Naja, das muss mir bei meiner Interessenrecherche irgendwie durchgerutscht sein. Wobei die großen Verlage meiner Meinung nach viel zu engstirnig und kleinbürgerlich mit ihren Programmschwerpunkten umgehen. Bei solch einem wichtigen und grandiosen Werk der zukünftigen Weltliteratur wie dem meinen, sollten die Verlage eigentlich flexibel die Möglichkeiten erkennen und ihre Programmausrichtungen aus einem Werk ausrichten. Ich seufzte und besah den Stapel auf Ihrem Schreibtisch. Das sind höchstens 200 von den Dingen. Wo haben Sie die anderen 49.800? Die Logistik und den Versand habe ich voll und ganz im Griff, Palski. Diese Exemplare hier sind für die Beziehungspflege. Landrat, Bürgermeister, Staatsanwalt und so weiter. Halt die ganzen wichtigen Personen in meinem persönlichen Umfeld. Auch das Innenministerium wird ein paar Bücher bekommen, auch wenn die mich sehr verärgert haben. Ich sah sie fragend an und sie erzählte weiter. Ich habe beim Innenministerium für einen Zuschuss zu den Druckkosten angefragt. Immerhin wird mein Werk in den nächsten Jahren Auswirkungen auf die Statistiken der Verbrechungsbekämpfung haben. Das Leben für die Bürger wird damit sicherer, Palsli. Sie schüttelt energisch den Kopf. Sie haben das einfach nicht kapiert in Mainz. Alles verbohrte Beamten in der Vergangenheit leben. Aber jetzt bricht in der Polizeiarbeit eine neue Zeitrechnung an. Sie können stolz auf sich sein, dass Sie mich persönlich kennen, Palsli. Wenn das Wochenende in Sinsheim sich wegen Ihnen nicht in ein Desaster verwandelt, dann bekommen Sie nächste Woche eine von mir persönlich handsignierte Autogrammkarte zum Sonderpreis. Sie können sich dann gerahmt in Ihr Wohnzimmer hängen. Ihre Besucher werden neidisch sein. KPD steigerte sich wieder in einen seiner wohlbekannten Größenwahnanfälle hinein. Ich könnte Sie jetzt stundenlang über sich reden lassen, doch ich hatte noch etwas vor. In einer halben Stunde traf der Pizzalieferant am Empfang der Dienststelle ein. Bei uns Untergebenen war der Dienstalltag knallhart durchgeplant. Ich musste meine Chefin weiterhin produzieren, um das Gespräch zu einem Ende zu bringen. Stehen Ihre Bücher bereits in allen Buchhandlungen? Sind die Großhändler auf den Ansturm vorbereitet? Ich schaute KPD mit einem Hauch von gemeinem Lächeln an. Das kostet doch alles Geld, Palski. Ich muss verantwortungsvoll mit dem Schwarzgeld der Bürger umgehen. Wissen Sie, wie viel Prozent der Buchgroßhandel von der Handelsspanne aufruft? KPD ließ die Goldkronen an ihren Backenzähnen blitzen. Die komplette Auflage befindet sich gut gesichert in meinem Privathaus. Sie macht eine kleine Pause. Naja, dadurch sind zurzeit zwar die 300 Quadratmeter Wohnfläche plus das Kellergeschoss etwas beengt, doch das ist nur von kurzer Dauer. Mein neues Werk wird sich wie geschnitten Brot verkaufen. Wahnsinn, meine Chefin hatte annähernd 50.000 Bücher in ihrer Wohnung gelagert. Das waren schätzungsweise mehr als 2 Dutzend voll beladene Europaletten. Und wie kommen die Bücher zu den Käufern? Machen Sie sich da mal keine Sorgen, Palski. Ich habe das alles im Detail durchgeplant. Mein Mann wird den Versand übernehmen und auch das Verpacken und alles, was so dazugehört. Der ist ja nun mal Hausmann. Da kann er sich jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen bewegen und 4 oder 5 Mal am Tag zur Post fahren und die Pakete verschicken. Diese Aussage war typisch KPD. Ich bereitete den Rückzug vor. So wie ich es verstanden habe, findet am Samstag in Sinsheim Ihre Premierenlesung statt. Dann weiß ich jetzt Bescheid und freue mich auf das übernächste Wochenende. Das nächste Preiskind, nicht das übernächste. Ich weiß, antwortete ich verbittert. Palski kommt nach Hause und wird von seinen Kindern Melanie und Paul empfangen. Ich war's nicht. Paul öffnete die Haustür in dem Moment, als ich aufschließen wollte. Ich wunderte mich, weil er um diese späte Zeit doch auf war. Ich war's nicht, wiederholte er und sah dabei ziemlich blass aus. Willkommen daheim, dachte ich und seufzte. Jemand verletzt? Verletzt? Wieso das denn, Papa? Ich habe doch bloß, nichts gemacht. Papa! Schrie es nun aus dem Wohnzimmer. Melanie war ebenfalls noch wach und hatte meine Ankunft mitbekommen. Mit wutverzerrtem Gesicht
kam sie angerannt. Ohne Begrüßung schrie sie los. Können wir meinen dummen Bruder bitte jetzt endlich ins Heim stecken? Oder besser gleich irgendwo in die Pampa? Ihr zu erklären, dass wir in der Kurpfalz über keine Pampa verfügten, dürfte mir mit meinem Informationsdefizit nicht weiterhelfen. Wo ist Mama? Ich stellte eine Gegenfrage. Vielleicht hatte Stefanie die Lage längst im Griff. Die will mir nicht helfen. Jedenfalls ist sie mega sauer auf Paul. Ihr Bruder streckte ihr die Zunge heraus. Ich hab's ja nicht mit Absicht gemacht. Das war halt ein blöder Berechnungsfehler. Ich habe nicht gefragt, warum sie dir nicht helfen will, sondern wo sie ist. Stell dich klar, um etwas Ruhe in das Chaos zu bringen. Nuschelte sie und zeigte in Richtung Kinderzimmer. Ist mit Lisa und Lars alles in Ordnung? Mein Herz schlug schneller. Hoffentlich waren die einjährigen Zwillinge gesund. Die sind noch viel zu jung. Die wissen doch gar nicht, was passiert ist. Oma ist auch da. Ich zog mir die Schuhe aus und setzte mich auf die Couch. Du kannst dich doch jetzt nicht ausruhen, Papa. Du musst das sofort in Ordnung bringen, sonst werde ich wahnsinnig. Schon seit viel zu vielen Stunden haben wir das Problem. Das ist doch kein Leben. Ich lächelte und legte meine Füße auf den Tisch. Es gab keine Verletzten. Das Haus stand, den Rest würde die Haftpflichtversicherung übernehmen. Die beste Investition meines Lebens. Komm, setz dich zu mir, Paul. Erzähl einfach alles der Reihe nach. Zunächst traute er dem Frieden nicht. Doch nachdem ihn seine Schwester mit giftigen Pfeilblicken durchsiebt hatte, setzte er sich zu mir. Ich war drüben bei Herr Ackermann. Begann er mit der Beichte. Oh je, dachte ich, schöpfte aber zugleich Hoffnung. Wenn unser Nachbar der Anstifter zu dieser mir noch unbekannten Sache war, konnte ich meinen Sohn aus dem Schussfeld bringen. Erwachsene haften für Kinder, auch wenn es nicht die eigenen waren. Juristisch war dies zwar haltbar, in diesem speziellen Fall war es allgemeingültig. Unsere Nachbarn, die Ackermanns, waren sehr speziell. Der weibliche Part war bei mir insbesondere aufgrund seines permanenten Sprechdurchfalls gefürchtet. Dagegen war ihr Mann eine hoffnungslose Tranfunze. Nachts lag er im Bett, tagsüber auf der Couch. Nur selten kam er in die Vertikale für unaufschiebbare Toilettengänge oder zum Ausbrüten krimineller Ideen, die er als sogenannte Streiche gemeinsam mit Paul durchführte. Bisher war es mir immer gelungen, ihn als alleinigen Initiator zu outen, sodass mein Sohn jugendamtlich als unbescholten galt. Stimmt es, dass wir in Speyer Öl gefunden haben? Wie kommst du darauf? Ja, stimmt. Seit 10 Jahren wird in Speyer mehreren Stellen Öl gefordert. Zwischen Speyer und Oderstadt liegt eines der Ölfelder. Warum willst du das wissen, Paul? Dann hat Herr Ackermann doch recht gehabt, sagte er triumphierend und sah zu Melanie. Siehste. Seine Schwester war der Verzweiflung nahe. Aber die beiden haben nach Öl gebohrt, bei uns im Vorgarten. Zugegeben, diese Feststellung überraschte mich ein wenig, zumal ich draußen keinen Ölförderturm oder ähnliches gesehen hatte. Mit was hat er denn gebohrt? Mit so komischen gewendelten Stangen. Das war voll anstrengend, Papa. Herr Ackermann sagte, dass er damit hinten seiner Garage einen Trinkwasserbrunnen gebohrt hat. Das darf aber keiner wissen, weil man das nicht darf. So langsam näherte ich mich dem Konflikt. Nach wie vor verstand ich nicht, warum Melanie so hysterisch reagierte. Wenn es wirklich schlimm war, hätte sich längst Stefanie eingemischt. Und? Seid ihr auf Öl gestoßen? Bis jetzt nicht, Papa. Schmutziges Wasser haben wir gefunden, sonst nichts. Morgen will ich mit Herrn Ackermann weiterbohren. Wir werden steinreich, wenn wir das Öl finden. Dann kaufe ich Melanie eine Villa in Amerika. Ich runzelte die Stirn. Du willst deiner Schwester in Amerika eine Villa kaufen? Warum? Damit ich sie los bin. Antwortete er trocken und vermutlich auch ehrlich. Oh, du spinnst doch. Ihr hört mit dem Quatsch sofort auf. Es werden keine neuen Löcher gebohrt. Verstanden? Mit Fragezeichen im Gesicht schaute ich abwechselnd von einem zum anderen. Kläre mich bitte jetzt mal auf. Was soll das Theater? So ein kleines Loch kann man doch leicht wieder verschließen. Es wird ein richtig großes Loch, wenn die Bauarbeiter kommen. Die haben erst in 3 Tagen Zeit, Papa. Du musst den Beine hoch. Es geht ums nackte Überleben. Überleben? Ja doch, die beiden Deppen haben das Telekom-Kabel durchtrennt. Ein Super-GAU.
Wir haben zurzeit kein Festnetztelefon. Ist das dein Problem? Oh Mann, ey. Melanie stampfte mit dem Fuß auf. Warum muss man alten Leuten immer alles so genau erklären? Wir haben kein funktionierendes Telefon und damit auch kein WLAN. Unser Router ist tot, mausetot. Verstehst du jetzt, was ich meine? Wir haben seit 3 Stunden im Haus kein Internet mehr. Und auf dem Handy auch nicht, weil meine Guthabenkarte leer ist und ich viel zu wenig Taschengeld bekomme. Ich benötigte einen Moment, um die Tragweite geistig zu erfassen. Die ganze Zeit hatte ich mit dem Schlimmsten gerechnet und jetzt stellte sich alles als trivial heraus. Ein Problem konnte man das eigentlich gar nicht nennen. Jetzt beruhige dich mal, Melanie. Schau mal, ich bin ohne dieses Internetgedöns aufgewachsen und lebe dennoch. Kann es sein, dass du süchtig bist? Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Denn Melanie war auf 180. Willst du, dass deine Lieblingstochter zum gesellschaftlichen Außenseiter in ihrer Clique wird? Von allen gemobbt, weil ich nicht mitreden kann? Wer weiß, was gerade in meiner WhatsApp-Freundegruppe abgeht. Ich bin völlig von meiner Umwelt abgeschnitten. Vielleicht hat man mich schon längst entfreundet. Unter solchen Umständen kann ich morgen unmöglich zur Schule gehen. Aus dem Kinderzimmer kamen Stefanie und ihre Mutter. Beide trugen jeweils einen der Zwillinge. Hat sich Melanie immer noch nicht beruhigt? Der Weltuntergang steht unmittelbar bevor. Meine Schwiegermutter nickte ich kurz an. Dies musste als Begrüßung genügen. Ihr seid gemein, schrie Melanie und rannte aus dem Wohnzimmer. Das melde ich dem Jugendamt. Palski trifft auf seine Nachbarin, Frau Ackermann. Frau Ackermann, der Albtraum meiner Nachbarin, beschränkte sich auf eine Tätigkeit, reden. Ich wusste nicht einmal, ob sie überhaupt schlief oder aß. Noch nie hatte sie in einem sprachlosen Zustand erlebt. Jetzt kann man der Meinung sein, dass es solche Zeitgenossen recht häufig gab. Im Prinzip mag das stimmen, doch bei Frau Ackermann kam eine nicht unbedeutende Verschärfung hinzu, ihre Sprechgeschwindigkeit. Bei Überschallflugzeugen wurde die Maximalgeschwindigkeit in Mach gemessen. Mach 1 bedeutete einfache Schallgeschwindigkeit, Mach 2 doppelte und so weiter. Frau Ackermanns Einstiegsredegeschwindigkeit musste man mit Mach 5 angeben. Nach etwa 10 kleinen Überschallexplosionen, allesamt bereits deutlich in ihrem ersten Satz zu hören, hatte sie sich auf ihr normales Sprechniveau hinaufgearbeitet. Bei diesem abnormen Tempo war nicht nur das menschliche Gehör hoffnungslos überfordert. Unsere Nachbarin hatte es im Leben nicht leicht. Ihr Mann verbrachte sein Leben entweder im Bett oder im Wohnzimmer auf der Couch. Nur selten traf man ihn aufrecht an, wenn er mit unserem Sohn Paul halbkriminelle Streiche ausheckte. Kürzlich hatte Frau Ackermann ihren Mann für ein paar Tage verlassen, doch außerhalb von Küche und Garten bekam sie schnell Heimweh. Um wenigstens ein Minimum an sozialen Kontakten zu haben, pflegte sie jeden Fußgänger auf dem Gehweg vor ihrem Haus abzufangen, um ihn mit einem brutalen Sprechbombardement in einen halb suizidalen Zustand zu schießen. In der Stadt hatte sich die Adresse der Ackermanns längst herumgesprochen, sodass die wenigen Passanten ausschließlich aus ortsfremden Opfern bestanden. Oder aus mir, wenn ich fahrlässigerweise nicht aufpasste. Herr Palski, begann sie ihre gefürchtete Wortattacke. Waren Sie in Urlaub, Herr Palski? Deswegen habe ich Sie also seit Tagen nicht mehr gesehen, obwohl ich ständig am Küchenfenster stehe, um ja nichts zu verpassen. Es kommen in letzter Zeit ja so wenig Leute in unseren Straßen vorbei. Da fällt mir natürlich sofort auf, wenn ich Sie ein paar Tage nicht sehe. Gestern war mein Mann mal wieder mit Ihrem Sohn Paul unterwegs. Hat er Ihnen das schon gebeichtet? Ach, woher denn? Sie kommen ja eben erst heim. Ich weiß wirklich nicht, wo mein Mann die dumme Idee her hatte. Normalerweise liegt er ja den ganzen Tag auf der Couch und glotzt seine Videodingsbumscheiben. Aber das ist mir jetzt egal, Herr Palski. Dann staunen Sie was? Ich habe ein paar Tage von meinem Mann getrennt. Das wissen Sie doch, oder? Na klar, Sie haben ja meine Freundin in Hockenheim kennengelernt. Das war mir dann auf Dauer doch zu anstrengend. Nach 2 Tagen bin ich wieder nach Hause gekommen, aber nicht wegen meines faulen Mannes. Den brauche ich nun wegen der Rente. Und das sagen Sie ihm bitte nicht, er schnappt ja so schnell ein. Jedenfalls habe ich jetzt eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben. Eine richtig große, die hat fast 20 Euro gekostet. Ich suche Freundin auf einen Kaffeekränzchen. Dann können wir uns jede Woche 2 oder 3 Mal woanders treffen und alle Neuigkeiten austauschen. In der Stadtbibliothek treffen Palskis Chef Klaus P. Diefenbach und Klaus Gaude, Inhaber der Buchhandlung Doll, aufeinander. Ein Mann trat auf uns zu.
Einlass ist erst in... KPD schaut auf seine Uhr. 22 Minuten und 35 Sekunden. Ich weiß. Sind Sie Herr Diefenbach? Mein Chef nickte und stellte sich breitbeinig vor dem Neuzugang auf. Autogramme gibt es erst nach der Premiere, mein Herr. Mein Name ist Klaus Gaude. Wir hatten vergangene Woche telefoniert. KPD sah unschlüssig zwischen ihm und mir hin und her. In welcher Angelegenheit? Der Kartenvorverkauf läuft über die Stadtbibliothek. Haben Sie eine Karte? Gaude schüttelte den Kopf. Er wollte gerade etwas sagen, aber KPD fiel ihm ins Wort. Dann müssen Sie eine Karte erwerben. Ich weiß aber nicht genau, ob es noch eine Abendkasse geben wird. Frau Kemmet von der Bibliothek bringt mir gleich die Vorabrechnung. Es gibt noch Karten. Ich kenne Frau Kemmet persönlich. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Sind Sie Veranstalter? Großveranstalter? Oder Fernsehen? KPD zappelte nervös herum. Nein, ich bin Inhaber der Buchhandlung Doll hier in Sinsheim. KPDs Gesichtszüge veränderten sich in Rekordzeit. Jetzt kann ich mich an Sie erinnern. Sie haben sich geweigert, mein neues Werk in Ihrer Buchhandlung zu verkaufen. Solch eine Ungeheuerlichkeit ist mir bisher nur selten vorgekommen. Und jetzt kommen Sie zu Kreuze gekrochen, um mich zu bitten, dass ich Ihnen ein paar meiner Bücher zu Händlerkonditionen mit 3% Rabatt verkaufe. Jetzt, wo gleich der Saal gerammelt voll sein wird, wittern Sie wohl das Geschäft Ihres Lebens. Nein. Nein? Nein. Ich kann ein oder zwei Exemplare Ihres Buches in Kommission nehmen, wenn Sie möchten. Mehr aber nicht. Ihr Buch wendet sich an ein Fachpublikum. Das ist in Sinsheim rar gesät. Gibt's hier keine Polizei? Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Vielleicht kommen die ja zu Ihrer Lesung. Ganz bestimmt. Die hiesige Polizei ist bestimmt nicht auf den Kopf gefallen und lässt sich eine solche Gelegenheit entgehen. Immerhin sind Sie die Ersten, die das neue Standardwerk kaufen können. Kommissar Palskis Chef K.P. Diefenbach, der von allen nur K.P.D. genannt wird, trifft zum ersten Mal auf Daniela Kemmet, die Leiterin der Stadtbibliothek Sinsheim. Hallo Herr Diefenbach. Daniela Kemmet trat auf die beiden zu. Hallo Klaus. Seit wann duzen Sie mich? Daniela Kemmet war nur einen kurzen Moment verwirrt. Ach so, daran habe ich gar nicht gedacht. Sie heißen beide Klaus mit Vornamen. Ich meinte eben Klaus Gaude, den ich persönlich kenne. KPD hatte nicht zugehört, da er Wichtigeres im Kopf hatte. Müssen wir die Abendkasse öffnen oder sind alle Karten verkauft? Die Leiterin der Stadtbibliothek schluckte. Zweimal, dreimal, eine ganze Serie. Schließlich antwortete sie kleinlaut. Das hat nicht ganz so geklappt wie vermutet. Haben Sie die besprochenen Anzeigen geschaltet? Natürlich. Eine halbe Seite in der Rheinpfalz und eine Viertelseite in der FAZ. Alles aus der Schwarzkasse bezahlt. Kemmet verzog ihren Mund. Das war vielleicht nicht ganz so zielgruppengerecht. Wir sind hier in Sinsheim. Die beiden von Ihnen genannten Zeitungen werden bei uns eher weniger gelesen. Papperlapapp. Die Zielgruppen meines neuen Buches nehmen gerne längere Anfahrten in Kauf, um mich und mein Buch live zu erleben. Alles andere wäre völlig absurd. Und für Sinsheim haben Sie ja das Plakat ausgestellt, das ich an der Theke Ihrer Bibliothek gesehen habe. Handzettel haben Sie bestimmt zusätzlich verteilt. Sicher. Leider richtet sich Ihr Buch an ein Fachpublikum. Nur ganz wenige Besucher der Bibliothek haben den Handzettel mitgenommen. Ja, noch weniger als wenig. Sie schaute verschämt zu Boden. Ich konnte dem Drama nicht mehr zuhören. Längst hatte ich zwischen den Zeilen bzw. zwischen Kemmets Worten die Wahrheit rausgehört. Nun sagen Sie meinem Chef schon, wie wenige Karten Sie verkauft haben. Ich rechnete mit einer knapp dreistelligen Zahl. 7. Eine wurde gestern zurückgegeben. 7? Wie konnte das passieren? Trotz des hohen Werbeaufwands. Sind Sie sicher, dass nicht Ihre Mitarbeiter weitere Karten verkauft haben? Kemmet nickte. Kommt wenigstens der hiesige Polizeichef. Ich weiß nur, dass der Oberbürgermeister kommt, ein Ortsvorsteher und ein Organisator der Landesheimattage, die demnächst stattfinden. Sonst weiß ich von niemandem. KPD benötigte ungewöhnlich lange, um sich wieder zu fassen. Palski, gehen Sie sofort zu Ihrem Platz an der Abendkasse. Bestimmt werden gleich Menschenmassen den Saal stürmen.
Nach dem Mord in der Dr. Sieber-Halle unterhält sich Kommissar Palski mit der Leiterin der Stadtbibliothek Sinsheim, also quasi mit mir. Sprachlos benötigte ich einige Momente, um herauszufinden, ob ich träumte oder nicht. Als ich mir einigermaßen sicher war, in der Realität zu sein, war ich mit Daniela Kemmet allein. Der Ortsvorsteher hatte sich mit KPD verabschiedet. Kemmet sah mich mit wenig begeistertem Blick an. Jetzt haben wir ein Problem. In ein paar Stunden muss für den Messeaufbau der Saal leer und gereinigt sein. Ich gehe davon aus, dass Sie heute Abend keine Stühle zusammenstellen, Gläser spülen und den Boden wischen wollen? Und auch kein Klo putzen. Soll mein Chef schauen, wie er mit dem Problem umgeht. Ich schnappe mir jetzt meinen Koffer und fahre mit dem Zug heim. Die Unterkunft, die mir KPD zumuten wollte, ist unzumutbar. Kemmet standen mehrere Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Wer ist KPD? Mist, da hatte ich mal wieder ohne nachzudenken losgeredet. Das ist eine polizeiinterne Abkürzung für Herrn Diefenbach. Entschuldigung, das konnten Sie nicht wissen. Trotzdem werde ich jetzt gehen. Mein Koffer steht hinter der Theke. Zum Glück hatte er Rollen. So musste ich nach meinem Abgang aus dem Hostel nur die Tasche tragen. Ich fürchte, dass Sie da Probleme bekommen werden. Glaube ich nicht. Den Saal hat mein Chef gebucht, nicht ich. Soll der sich drum kümmern? Das meine ich nicht. Für den Saal kann ich kurzfristig auf einen Hausmeisterservice zurückgreifen. Ist nicht ganz billig, aber Herr Diefenbach will es ja nicht anders. Was meinen Sie dann? Ich meine Ihren Plan. Um diese Zeit fährt kein Zug mehr in Richtung Pfalz. Die einzige Möglichkeit wäre ein Taxi. Da dürfte aber ein hübsches Sümmchen herumkommen. Ich rechnete die Kosten für die Reinigung des Saals sowie des Taxis hoch. Die Summe war nicht allzu gigantisch und dürfte locker in KPDs Schwarzgeldetat zu verbuchen sein. Das Beste daran war, dass ich in einer Stunde zu Hause sein würde und im eigenen Bett schlafen könnte. Gehen Sie ebenfalls in das Hotel. Machen Sie es wie Ihr Chef. Der Vorschlag war hervorragend. Auf diese Idee wäre ich nicht gekommen und wenn, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Aber in diesem Fall kam der Vorschlag ja nicht von mir. Ich zögerte ein paar Sekunden, um mein Gewissen zu beruhigen. Dann hatte ich den Entschluss gefasst. Das ist die rettende Idee, Frau Kemmet. Ich übernachte in Sinsheim und fahre morgen mit dem Zug nach Hause, falls Diefenbach gleich zum nächsten Veranstaltungsort fahren will. Prima. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zum Hotel. Das ist ja nicht weit von hier. Als Dank für die Idee und den Fahrdienst schnappte ich mir hinter der Theke einen Sixpack Champagner und schenkte ihn der Bibliotheksleiterin. Mit einem verschmitzten Lächeln bedankte sie sich und deponierte die Getränke einen Stock tiefer in ihrem Büro. Kommissar Palski sucht im Hotel Sinsheim seinen Sohn. Das Foyer sah aus wie bei meinem letzten Besuch. Sogar die vielen Pflanzenkübel waren unbeschädigt. Hinter dem Empfang tuschelten lebhaft zwei mir unbekannte Frauen. Hallo, mein Name ist Rainer Palski. Ist meine Familie schon angekommen? Palski? Eine der Damen verschluckte sich beinahe. Gehören Sie auch dazu? Sie sah mich mit aufgerissenen Augen an. Ist Ihr Sohn etwa so groß? Sie zeigte mit der Hand exakt die Größe Pauls nach. Ist mit ihm alles in Ordnung? Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Zumindest vor ein paar Minuten war das noch der Fall. Gehen Sie einfach nach hinten durch in den Wellnessbereich. Soll ich Ihnen Seile und Paketband besorgen? Ohne mich provozieren zu lassen, ging ich nach hinten. Zuerst kam ich in eine kleine Gymnastikhalle, in der es neben einigen traumatischen Erinnerungen an meine Schulzeit wie Sprossenwand und Reck diverse Heimsportgeräte aufgebaut waren. Grundsätzlich sah es nicht nach Schlachtfeld aus, aber meine Augen tränten dennoch. Dieses Mal lag es aber nicht an einer vermeintlichen Todesnachricht, sondern an dem beißenden Gestank. Solch einen penetranten Fäulnisgeruch hatte ich selbst bisher nicht in Dr. Metzgers Mobilklinik erlebt. Ich konnte sofort nachvollziehen, warum dieser Raum menschenleer war. Hier würde kein Lebewesen mehr als ein paar Minuten überleben. Ich folgte dem Schild mit der Aufschrift Pool. Im ersten Moment dachte ich an Pool im Sinne von Ausscheidungen, doch der Verwesungsgestank war 10-mal schlimmer. War in irgendeiner technischen Anlage Ammoniak ausgetreten? Nein, da stank anders. Außerdem wäre ich dann längst bewusstlos. Das Schwimmbad war nicht sehr groß, aber liebevoll eingerichtet.
Auch hier befand sich kein Mensch und der Gestank legte an Intensität nochmal zu, obwohl ich das vor ein paar Sekunden für unmöglich gehalten hätte. Mangels Blickfang über der Wasserebene fiel mir sofort das Rudergerät auf, das auf dem Boden des Schwimmbeckens lag. War das die Tat meines Sohnes? In dem Moment öffnete sich die nächste Tür und Paul kam zum Vorschein. Mit ihm flutete eine weitere olfaktorische Gaswolke gigantischen Ausmaßes den Raum. Papa? Rief Paul. Gut, dass du da bist. Kannst du mir helfen? Ohne Unrechtsbewusstsein kam er auf mich zu. Womit? Mit dem Ding da, sagte er und zeigte auf das Rudergerät. Die haben vielleicht mal einen Schrott hier im Hotel. Ich wollte rudern, aber das Boot ist sofort untergegangen. Das kann doch nicht sein, oder? Da ich mir so etwas schon gedacht hatte, hakte ich nach. Wie hast du das schwere Gerät in den Pool gebracht? Paul zeigte mir die Muskeln seines Oberarmes, was ich mir einen Moment schmunzeln ließ. Dann tippte er sich an den Kopf. Mit Hirnschnalz, Papa. Ich habe einfach sämtliche Handtücher aus dem Wandschränken genommen und damit eine Rutschbahn für das Rudergerät gebaut. Auf den Handtüchern konnte ich die Maschine ganz leicht in den anderen Raum ziehen. Er schaute mich mit naivem Blick an. Papa, die weißen Tücher sind jetzt leider ziemlich ölig. Ich habe sie wieder in den Wandschränken versteckt. Das bleibt unser Geheimnis, Papa, gell? Dieser Teil war nun gelöst. Die Haftpflichtversicherung würde über diesen Minischaden nur lachen. Da waren sie von uns ganz andere Schadenmeldungen gewohnt. Ein Punkt galt es noch zu klären. Warum stinkt es hier so erbärmlich? Geht das auch auf dein Konto? Paul tat, als würde er tief einatmen. Ach das ist doch nur ein bisschen Rauch. Wie bei dem Lagerfeuer, das ich mit Herrn Ackermann im letzten Sommer bei uns im Garten gemacht habe. Weißt du noch? Ich wusste es noch. Ein Wunder, dass die Feuerwehr das Neubaugebiet retten konnte. Und wo hast du das Feuer gemacht? Die Rauchgase hielten sich tatsächlich in Grenzen, erklärten den Höllengestank aber nur ansatzweise. Paul zeigte auf den Raum, aus dem er gekommen war. Da drin ist doch so ein kleines Holzhäuschen aufgebaut. Und in der Hütte steht ein komischer Grill. Während Pauls Rede lief ich zu dem besagten Raum. Nachdem ich das Türschild Sauna gesehen hatte, wurde mir einiges, aber immer noch nicht alles klar. Du hast in der Sauna ein Feuer gemacht? Paul hob abwehrend die Hände. Nein, Papa. Da war vorher ein Mann drin und hat Kohlstücke angesetzt. Als er gegangen ist, bin ich rein, um nachzuschauen, was er gemacht hat. Mann, ist das eine Bullenhitze drin. Und dann? Paul schaute mich verschmitzt an. Du weißt doch, Papa, dass ich ein findiges Kerlchen bin. Gleich als wir im Hotel angekommen sind, habe ich mich mit dem Koch angefreundet. Der hat mir ein paar Kartoffeln und ein paniertes Schnitzel gegeben. Und noch so ein paar komische Sachen zum Essen. Paul verzog das Gesicht und ich erahnte, dass er mit komischen Sachen Gemüse meinte. Das Zeug habe ich dann in dem heißen Raum auf den Grill gelegt. Aber dann hat es so schrecklich angefangen zu stinken. Vielleicht ist die Kohle zu alt? Mir fiel nicht ein, wie ich die Tat meines Sohnes vertuschen könnte. Da keine unmittelbare Lebensgefahr herrschte, beschloss ich, die Situation auszusitzen. Das Rudergerät, die Handtücher und die Verschmutzung des Wasserbeckens würde ich der Versicherung melden oder, wenn es unbemerkt ging, auf KPDs Spesenkonto schreiben lassen. Über das Grillgut in der Sauna würden sich in der nächsten Zeit ein paar Leute ziemlich wundern, aber sei es drum. Komm, wir gehen, befahl ich Paul. Wo sind Mama und deine Geschwister? Oben in dem geilsten Zimmer, in dem ich je gewohnt habe. Papa, krieg ich zu Hause auch so ein Kinderzimmer? Vor der Sinsheimer Dr. Sieberhalle trifft Kommissar Rainer Palzki auf den Verlagsinhaber Armin Gmeiner und seine Programmleiterin Claudia Senghas, die beide zufällig während des Verbrechens am Vorabend anwesend waren. Im Hotel herrschte reger Betrieb. Direkt am Eingang kamen mir zwei Personen entgegen, die ich bereits vom Sehen her kannte. Hallo, sagte der weibliche Teil, während der männliche Part eine Modelleisenbahn in der Hand hielt und selig betrachtete. Wie weit sind Sie mit den Ermittlungen? Haben Sie den Täter schon geschnappt? Oder war es vielleicht gar kein Mord? Wie kommen Sie auf diese Idee, Frau? Mir fiel ein,
dass ich nur die Vornamen der beiden wusste. Singhas, Claudia Singhas. Mein Kollege Arne Gmeiner hat gestern auf der Miniatureisenbahnmesse in der Dr. Sieberhalle ausgestellt. Die Messe fand zum ersten Mal statt. Bisher gab es nur Tauschtage in der Ilsenshalle, initiiert von den Eisenbahnfreunden Kraichgau e.V. Gerade sind wir mit dem Abbau fertig und wollen nachher auschecken. Spontan bekam ich ein diffuses Gefühl in der Bauchgegend. Als Kriminalist hatte ich ein Gespür für Dinge, die sich wie zufällig fügten. Hier war es die unmittelbar bevorstehende Abreise zweier Individuen, die sich während des Todesfalls in unmittelbarer Nähe des Opfers aufgehalten haben. Leider müssen Sie noch eine Weile hier bleiben, mindestens bis Sie über den gestrigen Abend befragt und Ihre Personalien aufgenommen worden sind. Nun mischte sich der Eisenbahnfan ein. Ich bitte Sie, was soll das? Wir waren nur zufällig vor Ort, eigentlich nur auf Drängen Ihres Dienstvorgesetzten. Wir kannten weder den Toten noch sonst irgendjemand von den anderen. Meine Personalien können Sie sofort haben. Mein Name ist Armin Gmeiner, Inhaber des Gmeiners Verlags in Meßkirch. Zornig zog er seinen Ausweis aus dem Geldbeutel. Das stimmt so leider nicht, Armin. Es kommt sowieso raus. Warum sollen wir das verschweigen? Was meinst du, Claudia? Ich kenne den Oberbürgermeister und auch den Ortsvorsteher. Aber was hat das mit den Toten zu tun? Nichts. Jedenfalls glaube ich das. Der Gmeiner Verlag hat seinen Sitz in Meßkirch am Bodensee. Ich bin die Programmleiterin des Verlags, wohne aber in einem Nachbarort von Sinsheim. Daher kenne ich natürlich auch die politische Prominenz. So leicht ließ ich mich nicht beirren. Das Opfer war ebenso prominent. Jeder schien ihn zu kennen. Mit fragendem Blick versuchte ich, sie zu provozieren. Ich aber nicht. Er war und ist mir absolut unbekannt. So häufig bin ich nun auch wieder nicht in Sinsheim. Meist nur in der Stadtbibliothek, in der Buchhandlung Doll oder im Quinz. Das ist dein Kaffee. Ich hatte die Wahl. Glaubte ich nun beiden oder nicht? Wie Mörder sahen sie eigentlich nicht aus. Doch rein von der Optik her gesehen, war schon immer sehr schwer, Verbrecher zu überführen. Manchmal landeten die optisch harmlosesten Personen am Galgen, beziehungsweise heutzutage lebenslang im Gefängnis. Es gab in der Vergangenheit unter anderem Pfarrer, Lehrer und auch Politiker, die für Jahrzehnte weggesperrt wurden. Warum nicht auch mal ein Verleger oder eine Programmleiterin? Zumal die beiden ja als Krimi-Verleger sicherlich über viel Spezialwissen verfügten. In meinem Hirn konstruierte ich bereits wirre Pläne eines Verlagschefs, der das geballte kriminelle Wissen seiner Autoren für eigene Zwecke nutzte, um den perfekten Mord zu begehen. Ob schon jemals ein Buchautor oder ein Drehbuchautor auf diesen Gedanken gekommen war? Was ist mit Ihnen? Die Frage der Senkas holte mich aus meinem Gedankenspiel zurück. Ich kann Sie trotzdem nicht gehen lassen. Wenigstens bis morgen müssen Sie sich in Sinsheim zu meiner Verfügung halten. Wie kann ich Sie im Laufe des Tages erreichen? Armin Gmeiner gab mir seine Visitenkarte, auf der seine Handynummer stand. Im ersten Moment sah er geknickt aus, doch dann hatte er einen Einfall. Weißt du was, Claudia? Wir bleiben noch ein paar Tage in diesem Hotel. Das geht sowieso alles auf Spesen. Mit deinen Kontakten zur hiesigen Polizei werden wir versuchen, die Ermittlungen zu begleiten. Vielleicht finden wir einen Autor, der aus dieser Geschichte einen spannenden Krimi schreibt. Stell dir mal vor, ein Krimi in meinem Verlag, in dem wir beide selbst mitspielen. Wenn wir Glück haben, zählen wir sogar zu den Verdächtigen. Ich glaube, auf solch eine geniale Idee ist noch nie zuvor ein Autor gekommen. Ich verdrehte meine Augen ob der Fantasie des Verlegers. Die Hauptsache aber war, dass die beiden nicht spurlos verschwanden. Ich melde mich, sobald ich kann, sagte ich zum Abschluss. Die beiden nickten stumm und gingen zur Rezeption, um ihre Buchung zu verlängern. Kommissar Palski trifft in der Buchhandlung Doll auf Klaus Gaudes Mitarbeiterin Irene Deck. Guten Tag. Eine freundlich lächelnde Dame kam mir entgegen. Wie kann ich Ihnen helfen? Dem Namensschild konnte ich entnehmen, dass sie Irene Deck hieß. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Je nachdem, wie man etwas definiert. Mein Name ist Rainer Palski. Ich suche Herrn Gaude. Am Samstagabend habe ich ihn in der Dr. Sieberhalle kennengelernt. Ach, Sie meinen diese kuriose Veranstaltung, bei der Hubertus ermordet wurde. Klaus hat mir davon berichtet.
Leider haben wir das Buch von diesem Tiefenbach, oder wie er heißt, nicht im Verkauf. Normalerweise kann ich Ihnen alle im Großhandel gelisteten Bücher bis morgen früh bestellen. Aber dieses spezielle Buch, nur über einen ganz speziellen Eigenvertrieb verkauft wird, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich klärte das Missverständnis auf. Das Buch interessiert mich keineswegs, Frau Dick. Ich möchte zu Herrn Gaude. Die Dame, die offenbar als einzige Verkäuferin in dem durchaus nett eingerichteten Laden bediente, ging zur Kasse und schnappte sich einen Kalender. Ich hoffe, Sie haben keinen Termin mit Klaus Gaude. Dann hätte er leider vergessen, ihn einzutragen. Nein, nein, ich bin spontan hergekommen. Wann kann ich ihn denn erreichen? Hoffentlich war er gestern nicht in Urlaub geflogen. Das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen. Er ist vor einer Viertelstunde nach Düren gefahren. Nach Düren? Doch hoffentlich nicht etwa zu Alexander Speer? Nun war Frau Deck an der Reihe mit dem Wundern. Woher wissen Sie denn das? Intuition? Logisch. Dass ich sonst niemand aus Düren kannte, musste sie nicht wissen. Ich nutzte die Gelegenheit, sie über ihren vermutlichen Arbeitgeber auszufragen. Wissen Sie, warum Ihr Chef am Samstag zu der Veranstaltung ging? Unbekümmert plauderte sie alles aus. Dabei wusste sie nicht einmal, dass ich als Polizeibeamter befugt war, Fragen zu stellen. Klaus wollte sich den kuriosen Kerl anschauen, der ihn seit Wochen mit seinen absurden Angeboten nervte. So etwas haben wir in unserer Buchhandlung noch nie erlebt. Dieser Autor hat nicht die geringste Ahnung, wie die Buchbranche funktioniert. Er hat auch keine Ahnung vom Bücherschreiben, rutschte es mir heraus. Irene Dick nickte. Das hat Klaus auch gesagt. Allein wegen dieses Möchtegern-Autors ist er auch nicht zu der Veranstaltung gegangen. Er wollte die Gelegenheit nutzen, um mit Herrn Speer Einzelheiten zu den nächsten Veranstaltungen zu besprechen. Wegen des Jubiläums? Ja, genau. Klaus und der Dürener Ortsvorsteher arbeiten bei manchen Veranstaltungen eng zusammen. Wegen des Todesfalls haben sie ihre Besprechung auf heute verlegt. Solange sie nicht darüber nachdachte, ob sie befugt war, diese Informationen weiterzugeben, bohrte ich weiter. Haben Sie den Eindruck, dass der Chef und dieser Autor Tiefenbach einen handfesten Streit hatten? Ging es da richtig zur Sache? Mein Chef hat nach den diversen Telefonaten schon kräftig vom Leder gezogen und recht heftig geschimpft. Aber eine Weile später hatte er sich immer wieder beruhigt. Obwohl, da war einmal das... Und was war das genau? Das hat bestimmt nichts damit zu tun. Jetzt bemerkte sie, was sie gerade tat. Wer sind Sie überhaupt? Ein Kunde sicherlich nicht, oder? Wollen Sie mich aushorchen? Das wird Ihnen nicht gelingen. Dass sie mir schon jede Menge Informationen gegeben hatte, wurde ihr nicht bewusst. Zwecks latenter Einschüchterung zog ich meinen Dienstausweis aus dem Geldbeutel, was ihren Redefluss wieder in Gang brachte. Für Herrn Gaude lege ich jederzeit meine Hände ins Feuer. Das, was ich meine, hat gewiss nichts mit dem komischen Angebot des Autors zu tun. Dann erzählen Sie einfach, sodass ich mir selbst ein Bild machen kann. Es muss am vergangenen Mittwoch gewesen sein. Nein, am Dienstag, kurz vor Geschäftsschluss. Normalerweise mache ich danach noch die Kasse und gebe Herrn Gaude die Belege. An diesem Tag war es anders. Er schickte mich eine Viertelstunde vor Geschäftsschluss heim und sagte, dass er die Kasse selbst machen würde. Das Seltsame daran ist, dass er schon den ganzen Tag über sehr nervös war und laufend auf seine Uhr starrte. Und als ich dann den Laden verließ, sah ich gegenüber auf der anderen Straßenseite einen älteren Mann herumlungern, der den Eingang der Buchhandlung genau beobachtete. Ich wunderte mich so sehr, dass ich ihm heimlich seine Straßenecke weiter stehen blieb und zurücksah. Tatsächlich schlich der Mann kurz darauf in den Laden. Wie sah er denn aus? Irgendwie kriminell, sagte Irene Dick, ohne das Aussehen näher spezifizieren zu können. Ob es sich wirklich um KPD handelte? Doch warum sollte er heimlich in die Buchhandlung schleichen? Dass er ein neues Buch geschrieben hatte, war doch öffentlich bekannt. Nach wie vor war die These mit Gaude als Mörder für mich absolut abwegig und absurd. Doch irgendetwas war hier nicht ganz sauber. Es würde mich nicht wundern, wenn ich unabhängig von meinen Ermittlungen bezüglich Hubertus Kleinmann ein davon unabhängiges und strafbares Verbrechen aufklären konnte, in dem der Buchhandlungsinhaber seine Finger stecken hatte. Haben Sie ihn wieder rauskommen sehen? Es war mir zu kalt, um länger zu warten. Als ich am nächsten Tag gefragt habe, meinte er nur, dass ich mich getäuscht habe. Damit er nicht wütend wurde, habe ich Klaus nicht weiter mit Fragen über diesen Fremden belästigt.
Ich bedankte mich bei Frau Deck für die offenen Worte. Um noch etwas Goodwill zu zeigen, lobte ich zum Abschluss die Ladeneinrichtung und das vielfältige Sortiment. Selten habe ich so viele gute Bücher auf einen Haufen gesehen, sagte ich, auch wenn ich keine Ahnung hatte, ob es sich wirklich um gute Bücher handelte. Auf Anhieb hatte ich jedenfalls keine Schundliteratur wie Kriminalromane entdecken können. Viele Bücher? Das sollten Sie erstmal in unsere neue Stadtbibliothek in der Dr. Sieberhalde besuchen. Dort gibt es viel mehr Bücher, als wir hier haben. Das liegt natürlich daran, dass Sie in der Bibliothek auch ältere Literatur finden und Werke, die nur selten in der Buchhandlung nachgefragt werden. Frau Kemmel, die Leiterin, war übrigens heute früh schon bei uns. Im Moment arbeiten die beiden an einem gemeinsamen Projekt. Anlässlich der 1250-jährigen Jubiläums von Sinsheim haben sie einen Schriftsteller verpflichtet, der einen Regionalkrimi zum Jubiläum schreibt. Eigentlich ist das noch streng geheim, aber da sie nicht von hier sind, kann ich ihnen verraten, dass der Kriminalroman bald erscheinen wird. Ich habe das Manuskript schon längst lesen dürfen. Es ist wirklich äußerst spannend. Wir werden ihn natürlich in unserer Premium-Krimi-Ecke verkaufen. Kommissar Palski und der Oberbürgermeister Jörg Albrecht fahren zu dem Ortsvorsteher Alexander Speer. Dort treffen sie auch den Buchhändler Klaus Gaude. Hallo Herr Palski. Begrüßte mich der Ortsvorsteher freudig. Wir haben Sie bereits erwartet. Er drehte sich zu seinem Amtskollegen. Sie auch, Herr Albrecht. Kommen Sie mit in mein Büro. Im Flur sah ich ein armdickes Erdkabel auf dem Boden liegen, das aus einem Durchbruch in der Kellerdecke kam und durch ein weiteres Loch in einem angrenzenden Zimmer verschwand. Solche Kuriositäten interessierten mich von Natur aus. Haben Sie eine Windkraftanlage im Garten stehen? Frotzelte ich. Das ist im Ortsbereich zum Glück nicht gestattet. Ich lasse mir in der Garage eine sogenannte Wallbox installieren, Herr Palski. Den dafür benötigten Strom klaue ich mir für den Anfang von meinen Nachbarn. Natürlich mit seinem Einverständnis. Eine Wallbox ist ein Starkstrom-Schnellladegerät für Elektroautos. Als Lokalpolitiker muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Doch kommen Sie jetzt erstmal rein in die gute Stube. Wir betraten ein angenehm hell eingerichtetes Büro, in dem Herr Gaude an einem Besprechungstisch saß. Er stand auf und schüttelte uns die Hand. Meine Mitarbeiterin Irene Deck hat Sie beide vor ein paar Minuten avisiert. Irene liest für ihr Leben gern Kriminalromane. Ihre Auffassungsgabe ist enorm. Ich glaube, bei ihr könnte selbst Sherlock Holmes noch etwas lernen, wenn es ihn denn gegeben hätte. Ich habe mit keiner Silbe erwähnt, dass ich zu Herrn Speer fahre. Irene hat die Situation sofort folgerichtig kombiniert. Sie suchten mich, weil ich am Samstag am Tatort war. Danach wollten sie nach Düren fahren. Und Herr Speer ist der Einzige aus Düren, der am Samstag ebenfalls am Tatort war. Das hatte ich ihr beiläufig erzählt. Meine Mitarbeiterin hat nur noch kombinieren müssen. So funktioniert es nicht nur im realen Leben, sondern in jedem Kriminalroman. Zu mehr Fantasie sind die meisten Schriftsteller nicht fähig. Alles läuft stets linear und vorhersehbar. Nur bei sehr wenigen Krimis ist das anders. Zum Beispiel bei einem Pfälzer Krimi-Autor. Ich glaub's Ihnen ja, unterbrach ich ihn, weil mich das Thema überhaupt nicht interessierte. Ich ärgerte mich darüber, dass ich so vorausschaubar handelte. Wenn es sogar einer Mitarbeiterin einer Buchhandlung gelang, meine nächsten Schritte vorherzusehen, so musste weder Täter mehrere Nasenlänge voraus sein. Irene ist ja immer ein bisschen neugierig. Wahrscheinlich muss man das sein, wenn man Kriminalromane liest. Sie hat eben heimlich nachgeschaut, als sie die Buchhandlung verließen. Daher hat sie ihr Treffen mit Herrn Albrecht mitbekommen. Als sie in seinen Wagen eingestiegen sind, hat sie sofort reagiert und mich angerufen. Natürlich hat sie dabei ein bisschen übertrieben. Der Ortsvorsteher begann lauthals zu lachen. Sie hätten diese Szene live erleben sollen. Das Telefon klingelt, ich nehme ab und Frau Deck sagt mir, dass sie ihren Chef sprechen muss. Ich reiche das Telefon weiter und Herr Gaude wird zusehends blasser. Ich, ein Mörder, stottert er plötzlich und dann, die Polizei sucht mich, weil sie mich verhaften möchte. Im ersten Moment habe ich einen Riesenschreck bekommen. Das, was Irene sagte, hat sehr ernst geklungen. Erst nachdem das Gespräch beendet war und ich wieder klar denken konnte, wusste ich, dass da etwas nicht stimmen konnte. Und ein Mörder bin ich sowieso nicht. Keine Angst, Herr Gaude. Ich bin nicht gekommen, um Sie festzunehmen. Da hat Ihre Mitarbeiterin etwas in den falschen Hals bekommen. Vielleicht sollte sie mehr niveauvolle Krimis lesen, wenn es solche überhaupt gibt. Da bin ich aber beruhigt.
Würden Sie mir bitte den wahren Grund nennen, warum Sie mich sprechen wollten? Bereits während der Fahrt hatte ich mir überlegt, wie ich diese Zwickmühle am besten auflöse, ohne einen der Anwesenden zu riskieren. Mit den Ermittlungen in Sachen Gleimann hat das nur indirekt zu tun. Es geht eher um eine Sache, die in den Privatbereich fällt. Ich machte eine Pause, in der ich den beiden Politikern kurz in die Augen schaute und dabei halbwegs intelligent zwinkerte, was mir aber in solchen Situationen noch nie so recht gelungen war. Daher darf ich Ihnen momentan aus Datenschutzgründen nichts Genaues dazu sagen. Ich werde Sie in den nächsten Tagen in der Buchhandlung aufsuchen, Herr Gaude. Und beruhigen Sie sich vor allem und Ihre Mitarbeiterin. Es ist alles im grünen Bereich und es besteht absolut keine Notwendigkeit, die Sache, in der ich Sie vorhin aufsuchte, sofort zu klären. Ich bin völlig durcheinander. Wenn es etwas mit meiner Anwesenheit am Samstag in der Dr. Sieberhalle zu tun hat, würde ich schon gerne wissen, ob ich zu den Verdächtigen zähle. Immerhin hatte Kleinmann bei mir im Laden Hausverbot. Warum wunderte mich das jetzt nicht? Der Tode schien ein großes Geschick darin entwickelt zu haben, es sich bei sämtlichen Zeitgenossen zu verscherzen. Bei irgendjemand hat er es wohl übertrieben. Ich wollte ihn gerade beruhigen, doch Gaude unterbrach mich bei der ersten Silbe. Deswegen habe ich ihn aber nicht ermordet. Ich wusste schließlich nicht, dass er auch zu der Veranstaltung kommt. Er ist in meinen Augen ein widerwärtiger Dieb, sonst nichts. Mehrmals habe ich ihn in der Vergangenheit im Verdacht, dass er in meiner Buchhandlung Bücher stiehlt. Kurz vor Weihnachten habe ich ihn in flagrante erwischt. Gleich 5 Fachbücher im Wert von über 200 Euro hat er in seinen Rucksack gesteckt. Welche Fachbücher? Fragte ich schnell, da dies unter Umständen für die weiteren Ermittlungen relevant sein könnte. Es handelte sich um historische Themen über Sinsheim, den Kraichgau und solche Dinge. Ist das wichtig? Ich verneinte, da die beiden Politiker zuhören. Ich habe Kleinmann, nachdem ich ihn einmal aus meinem Laden geworfen hatte, erst am Samstag das nächste Mal gesehen. Und auch da ist er mir erst in der Pause aufgefallen. Das waren höchstens 1 oder 2 Minuten, bevor er starb. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre keine Zeit geblieben, um mich mit ihm zu unterhalten. Grundsätzlich klang es glaubhaft, was Gaude erzählte. Kommissar Rainer Palski trifft im Museum Lerchennest erneut auf den verdächtigen Verlagschef Armin Gmeiner und die nicht weniger verdächtige Programmleiterin Claudia Sengers. Ich verabschiedete mich von Appenzeller und Müller. Danach drehte ich mich um und vor mir standen unvermittelt 2 andere Personen. Herr Palski? Der Chef des Krimi-Verlags errötete in rekordverdächtigem schnellem Tempo. Was machen Sie hier? Sein Begleiter Reed war ebenso überrascht. Erzählen Sie mir doch zuerst, was Sie hier machen. Armin Gmeiner stammelte Unverständliches, weil er sich ertappt fühlte. Claudia Sengers, die Programmleiterin, reagierte dagegen sehr abgebrüht. Wir wollen dieses Museum besuchen. Stimmt's, Armin? Der Angesprochene nickt erleichtert. Ja, genau so ist's, Herr Palski. Seine Stirn war klatschnass vor Schweiß. Bevor ich die Beine in die Mangel nehmen konnte, gab mir die Vereinsvorsitzende Schützenhilfe. Wir haben heute leider geschlossen. Aber da Sie mit Herrn Palski persönlich bekannt sind, kann ich Ihnen gern eine Sonderführung durch die Ausstellung geben. Machen Sie das ein anderes Mal, sagte ich zu Appenzeller und wandte mich danach unvermittelt an die Verlagsleute. Woher kennen Sie die Adresse von Hubertus Kleinmann? Ihre Reaktion zeigte mir, dass ich einen Volltreffer gelandet hatte. Betreten blickte Gmeiner zu Boden und rückte mit der Wahrheit heraus. In unserem Verlag erscheinen für gewöhnlich rein fiktive Geschichten über Verbrechen wie Mord und Totschlag. Nur selten gibt es mal eine Art Anlehnung an einen realen Fall. Hier haben wir nun plötzlich die Möglichkeit, ein tatsächlich verübtes Verbrechen in Romanform zu veröffentlichen. Realistischer geht's ja praktisch nicht mehr. Wir versprechen uns davon einen zusätzlichen Werbeeffekt. Einen Autor, der für die Umsetzung in Frage kommt, haben wir bereits ausgesucht und kontaktiert. Er ist zwar in einer benachbarten Region verwurzelt, aber das dürfte kein Problem sein. Er hat uns bereits zugesagt. Dummerweise ist er im Moment noch mit einem anderen Projekt beschäftigt. Ihrem Dialekt nach, Herr Palski, kommen Sie aus der Pfalz. Falls Sie gerne Kriminalromane lesen, kennen Sie bestimmt den Kurpfälzer Schriftsteller Dietmar Becker. Er hat in unserem Verlag eine der am längsten laufenden Krimireihen etabliert. Ich stöhnte auf. Ausgerechnet Dietmar Becker, der mich inzwischen selbst in meinen Träumen verfolgte.
Der krimischreibende Student der Archäologie mischte sich seit Jahren in meine Ermittlungsarbeit ein, um anschließend die harmlosen Fälle völlig unrealistisch zu beschreiben und als maßlos übertriebene Geschichten zu veröffentlichen. Von richtigen Krimis konnte man bei diesen Geschichten eigentlich gar nicht sprechen, nicht einmal von akzeptabler Literatur. Ich hatte zwar noch nie einen seiner grottenschlechten Romane auch nur angelesen, dennoch war mir völlig unbegreiflich, wie es Becker schaffte, sich einer stetig wachsenden Leserschaft zu erfreuen. Ist mir völlig unbekannt, antworte ich mit einem spottenden Unterton. Ich kenne in meiner Heimat nur anständige Leute mit einem anständigen Beruf. Mit einem Blick auf Kleinmanns Wohnung fügte ich an. Und was wollen Sie hier? Ein bisschen Polizist spielen, so wie dieser Bäcker, der mich seit Jahren bei der Arbeit stört. Sie kennen ihn ja doch! Und überhaupt, diese Ähnlichkeit. Sie sehen aus wie der Protagonist in Dietmar Beckers Krimis. Hoffentlich sind Sie nicht ebenso tollpatschig. Entschuldigen Sie bitte, das war nicht ernst gemeint. Herr Beckers Ermittler ist bewusst etwas skurril angelegt. Ich wollte Ihnen da wirklich nicht zu nahe treten. Es ist nur diese optische Übereinstimmung, die mich verblüfft. Herr Becker spricht ja seit Jahren davon, dass er seine Figur einem realen Vorbild entlehnt hat, der ein guter Freund von ihm sei. Das kann ich nicht sein, antwortete ich schroff. Becker und ich sind keine Freunde. Ich beeile mich, das Thema zu wechseln. Ich weiß immer noch nicht, was Sie hier wollen. Nur ein bisschen umsehen. Ein Stimmungsbild einfangen, um es mal poetisch auszudrücken. Da unser Autor leider nicht vor Ort sein kann, möchten wir ihm die Örtlichkeiten möglichst genau beschreiben. Wir im Verlag legen nämlich viel Wert auf möglichst realistische Ortsbeschreibungen, auch wenn die Handlungen natürlich erfunden sind. Aber dieses Mal nicht, Armin. Im Moment sind wir zufällig mitten in einem richtigen Mordfall gelandet. Ich wusste bisher nicht, dass es so spannend sein kann, Selbstermittler zu spielen. Ich kann mittlerweile Herr Becker sehr gut verstehen, wenn er meint, dass die Würze im Autorenleben die Recherche ist. Es war ja auch nicht ganz einfach, die Adresse des Opfers herauszubekommen. Ich verzichtete darauf nachzufragen, wo sie die Adresse hier hatten. Kleinmann dürfte so gut wie jeder gekannt haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stand er mit seiner Anschrift sogar im Telefonbuch. Sie sind nur gekommen, um sich das Haus von außen anzusehen? Ich stellte die Frage möglichst beiläufig. Natürlich. Mit der Durchsuchung der Wohnung und der Zerstörung der Einrichtung haben wir nicht das Geringste zu tun. Im gleichen Moment hatte nicht nur er, sondern alle Anwesenden begriffen. Der Verlagschef rötete zum zweiten Mal, dieses Mal weit intensiver. Es ist nicht so, wie Sie meinen. Wir haben nur... Wir haben geklingelt, da wir nicht wussten, ob Herr Kleinmann alleine gewohnt hat. Zunächst blieb alles still, dann hörten wir ein Glas zerspringen. Inzwischen sind wir uns nicht mehr sicher, ob das Geräusch aus der Wohnung kam oder nicht. Jedenfalls hat Armin an der Tür gedrückt und dann sprang sie einfach auf. Wir sind aber nicht rein. Vom Eingang aus haben wir das Chaos im Flur gesehen. Ich habe schnell ein paar Fotos mit dem Handy gemacht, dann haben wir das Gelände sofort verlassen. Die Tür haben wir wieder zugemacht. Dort werden Sie meine Fingerabdrücke finden. An anderen Stellen bestimmt nicht. Und wann war das? Vor nicht mal einer Dreiviertelstunde. Aus Sicherheitsgründen haben wir 100 Meter von diesem Haus entfernt geparkt. Den Trick haben wir von Herrn Becker. Wir saßen die ganze Zeit im Wagen und diskutierten, ob wir die Polizei rufen sollen oder nicht. Irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, nochmal kurz zu schauen, ob wir in der Umgebung noch jemand entdecken. Danach wollten wir die Polizei rufen, aber das hat sich ja jetzt erledigt.